Hallo zusammen. In diesem Beitrag möchte ich einmal grundlegend über die Vorteile von Intervallfasten in deinem Alltag sprechen. Was kann es für dich leisten und was leistet es auch nicht? Denn ich denke, dass wenn wir ein Problem lösen wollen, müssen wir möglichst klar haben, was verschiedene Stellschrauben für uns leisten und eben was auch nicht. Da möchte ich klare Worte für dich hier in diesem ersten Teil diesen Beitrags finden. Im zweiten Teil möchte ich dir einen unterschätzten Vorteil von Intervallfasten vorstellen oder nochmal etwas stärker rausarbeiten, damit du in deinem Alltag da mehr mit arbeiten kannst. Wenn du den letzten Beitrag bei uns auf dem Podcast gehört hast, das war ein Interview mit der lieben Heike. Heike und André als Ehepaar haben ja ihre Gewichtssteuerung in den Griff bekommen von jahrelanger Plagerei mit einer Waage auf dem Esstisch und dergleichen hin zu einer Freude an dem eigenen Körper. Und darüber möchte ich im Kontext von Intervallfasten über eine gewisse Sache sprechen, die sich mit Intervallfasten definitiv verändert. Aber zuerst klare Worte, was Intervallfasten für dich leisten kann. Es ist keine Wunderwaffe, weder für deine Gesundheit noch für die Steuerung deines Gewichtes. Es hat viele spannende Aspekte und natürlich ist da die Autophagie etwas, was wir nennen dürfen, was im Fasten und vor allen Dingen im mehrtägigen Fasten sehr interessant ist. Ich persönlich finde fast noch spannender die Entzündungskomponente. Das heißt, dass wenn wir mal wirklich eine Zeit lang nicht essen, dass unser Verdauungstrakt etwas zur Ruhe kommt und wir haben in der heutigen Zeit viel Probleme mit Unverträglichkeiten. Das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Als 2018 Intervallfasten dann aber aufkam, habe ich schon 4 Jahre Intervallfasten selbst gemacht und auch selbst vielen Menschen das beigebracht. Also ich bin wirklich ein überzeugter Vertreter von Intervallfasten und für mich war immer der erste und wichtigste Punkt, dass Intervallfasten nicht schädlich sich auf uns auswirkt. Natürlich macht immer die Dosis das Gift und das ist bei der Sauna oder bei Kältebädern nicht anders. Das sind 2 Komponenten in der Temperaturregulierung, die auch sehr positive Effekte auf uns haben können. Natürlich ist es wichtig, welche Nährstoffe wir auch in dem Essensfenster aufnehmen und nur weil wir wunderbar die Kalorienbilanz über das Intervallfasten vielleicht steuern können, da möchte ich gleich reinleuchten, heißt das nicht, dass Nährstoffe weniger wichtig werden. Trotzdem, Intervallfasten im täglichen Bereich ist für uns sehr gesund, vor allen Dingen, wenn wir dann damit erfolgreich unser Gewicht steuern können. Das ist der wichtige Punkt und da hat Intervallfasten wirklich eine große Auswirkung. Nicht, weil es irgendwo magisch die Kalorienbilanz aushebelt oder weil es irgendwo Fett verbrennt oder durch die Ausschüttung von Norepinephrin irgendwie sehr signifikant den Stoffwechsel steigern würde. Das sind alles interessante Mechanismen und wir können da festhalten, dass auf jeden Fall der Kalorienverbrauch im mehrtägigen Fasten in den ersten Tagen nicht absinkt. Aber die meisten Vorteile im täglichen Fasten entstehen über die Praktikabilität im Alltag. Die praktikable Steuerung der Kalorienbilanz. Und die Steuerung der Kalorienbilanz ist für deine Gesundheit unheimlich wichtig. Das ist eines der Hauptprobleme, mit denen wir uns hier im Gesundheitssystem auseinandersetzen müssen in diesem Jahrhundert. Ich habe mich vollkommen diesem Thema gewidmet, weil wir da wirklich gute Lösungen brauchen und die bisherigen Lösungen scheitern sehr, sehr stark. Wir brauchen verschiedene Stellschrauben für verschiedene Situationen. Und da gibt es in der Ernährung, in der Zufuhr natürlich Möglichkeiten oder aber auch in der Ausgabe. Und die kalorische Einschränkung, weniger zu essen, als wir verbrauchen oder wieder mehr zu verbrauchen, als wir zu uns nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir das Übergewicht bekämpfen wollen. Ich werde mit dir die Vorteile gleich ein bisschen durchgehen und dich auf etwas stoßen, eben das hoffentlich Wurzeln bei dir schlägt, nämlich Freude an der Arbeit mit der eigenen Ernährung. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sven Spading, ich bin Arzt und Gründer von I'm Fasting und bei uns dreht sich alles um eine nachhaltige und alltagstaugliche Gewichtssteuerung. Das ist etwas, was du bei uns im Podcast ja sich durchziehen siehst. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auch in der heutigen Zeit eine tolle Figur haben kann, auf die er stolz sein kann. Ich weiß, dass die Infos da draußen häufig konträr gegeneinander sind und nicht wirklich gut zu durchschauen sind und dass hier natürlich auch viel Schmerz in diesem Thema gebunden ist und auch viel schlechtes Gewissen, viel Scham, viel Druck und das ist etwas, was ich selbst erlebt habe. Also ich habe erstmal das Thema für mich selbst gelöst, habe 5 Jahre selbst recherchiert neben dem Medizinstudium, bis ich wirklich für mich so einen Zugriff auf das Thema hatte. Das ist jetzt fast schon 10 Jahre her und ich möchte euch das einfach näher bringen. Wenn du ein großes Problem hast, kann eine
eine Lösung sein, dass du mit uns ins direkte Gespräch gehst. Das ist kostenlos und unverbindlich. Den Link findest du in der Beschreibung. Aber lass uns einsteigen. Für die Gewichtssteuerung ist nötig, dass du die Kalorienbilanz im Alltag steuern kannst. Und das nicht nur in einer Situation, wo du viel Disziplin anwenden kannst, wo du gerade viel Zeit dafür hast, sondern irgendwo auch weißt, was du in stressigen Situationen tun kannst oder auch in Urlauben, um die Kalorienbilanz zu deinen Zwecken zu steuern. Es sollte auf jeden Fall klar sein, dass du auch mal Genuss in deinem Leben haben solltest. Zu wissen, wie die Strategie nachhaltig aussehen muss, ist einer der wichtigsten Punkte hier in dem Ganzen. Und wenn du stets ein schlechtes Gewissen hast, wenn du mal etwas genießt, das ist ein Problem. Das ist etwas, was wir lösen müssen. Und gewissermaßen musst du lernen, verschiedene Hebel auf verschiedene Arten und Weisen zu betätigen, um genau dir mal auch Genuss reinholen zu können. Das ist etwas, wenn wir nicht Intervallfasten betreiben, haben wir mehr Mahlzeiten, dadurch müssen die Portionen kleiner ausfallen und dadurch muss auch das, was wir essen, besser ausfallen, um irgendwo die ganze Kalorienbilanz im Zaum zu halten. Also Intervallfasten ist da einfach ein Gamechanger, weil drei Stellschrauben hast du zur Verfügung. Du kannst dich in dem, was du isst, einschränken. Das läuft dann viel über Verbote und Verzicht. Und wenn das meine Strategie ist, naja, wie fühle ich mich denn dann, wenn ich dann doch mal zugreife auf den Geburtstag? Dann fühlt sich hier immer so wieder so an, als wenn ich wieder neu einsteigen müsste. Das ist auch eines der Probleme. Das zweite ist eine Portionskontrolle. Das heißt, wie viel ich esse. Es funktioniert natürlich auch beides und natürlich sind die Nährstoffe auch wieder wichtig. Aber die dritte Stellschraube, die ich sehr, sehr gerne nutze und um die es in diesem Beitrag geht, ist das tägliche Fasten. Das ist das, wann wir essen. Das strategisch für sich so zu sortieren, damit ich mich auch mal gut satt essen kann, damit ich auch mal gut etwas genießen kann, das ist wirklich, das hat mein Leben revolutioniert und ich hoffe auch deines. Und ich möchte jetzt einmal über die Praktikabilität sprechen. Denn es ist sehr viel einfacher, darüber zu arbeiten, jetzt mal vielleicht nicht zu essen und eine Mahlzeit aus seiner Gewohnheit und aus seiner Routine zu streichen. Da haben wir glücklicherweise das Hormon Ghrelin, was auch Mahlzeiten antizipiert. Das heißt, also man kann sich das nicht so wirklich vorstellen, wenn man noch nicht gefastet hat, aber das wird die neue Normalität. Man kann von drei Mahlzeiten auf zwei Mahlzeiten gehen. Natürlich, die Nährstoffe sind trotzdem wichtig, aber mit zwei Mahlzeiten zu jonglieren und da mal gewisse Ausnahmen mit rein zu platzieren, das ist deutlich einfacher als mit drei oder vier oder fünf Mahlzeiten. Es ist einfacher in der Übersicht, es macht die Übersicht per se einfacher. Ich arbeite nicht mit Verboten. Da ist es ja sonnenklar, dass ich mal essen muss. Das ist nicht so wie bei dem, was wir essen, dass wir dann so sehr knallhart in richtig und falsch unterteilen, was auch irgendwo ein Grundproblem ist, weil wenn ich mich immer schlecht fühle, wenn ich mal was genieße und meine Lieblingsspeise esse, was ist das dann für ein Leben? Das ist ein sehr genussarmes Leben. Und ob man so die Lösung machen möchte, das ist eine wichtige Frage. Da sind wir wieder bei, wie muss die Strategie wirklich aussehen, wenn ich das Thema hier lösen möchte, und zwar nachhaltig lösen möchte und sicherstellen möchte, dass, wenn ich jetzt wieder Energie in das Thema reinstecke, dann ist das die letzte Abnahme. Das soll die letzte Abnahme sein. Jeder hat irgendwo gewisse Fettpölsterchen, die er mit sich rumträgt. Und das ist eine endliche Aufgabe, solange man sicherstellen kann, dass man danach nicht mehr unkontrolliert zunimmt. Man muss irgendwo eine Übersicht haben. Und deswegen ist mir auch total wichtig, dass man bei der Zufuhr zuerst anfängt. Das würde ich jedem raten. Direkt über Sport das Gewicht zu steuern. Das schreit irgendwo nach, einem Punkt, wo man trotzdem mal lernen muss, irgendwie über die Zufuhr eine Kontrolle auszuüben und eine Übersicht auszuüben, zumindest zu verstehen, wenn sich da etwas verändert und in welche Richtung das ungefähr läuft und auch zu wissen, wie viel Potenzial habe ich da. Wie gesagt, drei Stellschrauben, das, was wir essen, wie viel wir essen und wann wir essen. Das, wann wir essen, ist wirklich eine sehr einfache Stellschraube. Also, es ist einfacher in der Bedienung, es macht mehr Übersicht, ich arbeite ohne Verbote, es ist flexibel anpassbar, es ist justierbar für seine eigenen Ziele. Zum Beispiel im täglichen Fasten, 20 zu 4 ist eingeschränkter als 14 zu 10. In 4 Stunden das Gleiche zu essen wie in 10 Stunden ist schon, das muss man erstmal schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in diesem Thema. Und man darf sich immer gerne ansehen, Mensch, in meinem Leben, was ist denn wirklich Aufwand? Was fühlt sich denn wirklich anstrengend an?
Wie viel Bewegung habe ich denn am Tag? Was ist denn, wenn ich auf 7.000 oder 8.000 Schritte gehen möchte? Ist das wirklich schon anstrengend für mich? Oder entspricht das vielleicht auch meinen Werten und ich möchte eigentlich mich dauerhaft auch so verhalten? Was ist denn anstrengend? Wie fühlt es sich denn an, wenn ich in einer Portion mich nicht satt essen darf? Was ist denn der Status quo in meinem Verhalten? Naja, das ist ein für uns Menschen irgendwo ein Verhalten, wo wir bequem sind. Niemand steht morgens auf, also seltenerweise. Mensch, jetzt muss ich mich mal ganz viel bewegen, um ganz viele Kalorien zu verbrennen. So sind unsere Instinkte nicht aufgestellt. Das heißt, wenn ich in einer Mahlzeit mich nicht satt essen kann, dann ist das irgendwo Aufwand. Und wenn ich dann mit Intervallfasten arbeite und mir sehr viele Kalorien in ein kleines Essensfenster stauche, ja, dann habe ich da auch eine ziemlich große Portion. Und das Ganze läuft irgendwo automatisch. Natürlich, wenn ich gerade rapide abnehme, dann werde ich auch mehr Hunger haben. Aber ich habe beim normalen Gewicht halten auf meinem Wunschgewicht keinen übermäßigen Hunger. Wenn ich jetzt nochmal wirklich ein bisschen Fett verbrennen möchte, ja klar, dann kommt etwas mehr Hunger, was ich dann aber auch wunderbar beobachten kann mit Intervallfasten. Also das ist ja auch ein Feedback von meinem Körper. Dieser Automatismus ist beim Fasten einfach sehr, sehr schön auf Basis des Tag-Nacht-Rhythmus. Also das spart automatisch Kalorien ein, wenn ich dann einfach Intervallfasten und diesen Hebel betätige, wann ich esse. Und das Schöne ist, ich trainiere mit dem Fasten auch meine metabolische Gesundheit und das Ganze verbessert sich, man kann es immer besser einschätzen. Und jetzt kommen wir natürlich auf den nächsten Punkt, den ich dir einfach mal vor Augen führen möchte. Und das ist der Punkt, dass Intervallfasten irgendwo die Abhängigkeit vom Essen löst. Irgendwo löst es diesen Drang, ständig ans Essen zu denken und ständig darüber nachdenken zu müssen, was denn das Richtige dann in der Mahlzeit ist und wie viel darf ich denn. Die Arbeit verlagert sich so etwas. Nicht nur die Arbeit, aber auch diese Vorstellung, wie gut mein Körper ohne Kalorien funktioniert, ist etwas ganz Grundlegendes. Das ist etwas ganz Wichtiges und wie gesagt, das ist eine der grundlegenden Stellschrauben. Natürlich denke ich auch, dass es lohnenswert ist, irgendwo dauerhaft mit der Idee von Intervallfasten oder des täglichen Fastens zu arbeiten. Ich lebe seit knapp 10 Jahren mit 2 Mahlzeiten, mal mehr, mal weniger. Das passe ich auch irgendwo entsprechend meiner Ziele an und meine Ziele können auch mal sein, dass ich einen Urlaub mit All-Inclusive einfach in vollen Zügen genieße und einfach mal die Kalorienbilanz da lasse, wo sie ist und die Kirche im Dorf stehen lasse. Ich kann natürlich danach auch einfach nach dem Urlaub reagieren. Ich passe mein Verhalten entsprechend meiner Ziele an und das kann durchaus auch mal Genuss sein. Aber ich kann mit dieser Stellschraube viele Situationen toll meistern und meine Bilanz gut steuern. Und vor allen Dingen dieser Punkt, dass ich mich etwas mehr loslöse vom Essen, dass die Gedanken nicht so sehr mal darum kreisen und dass ich einfach vielleicht auch mal sagen kann, hey, da ist die Zeit, wo ich esse und dann mache ich mir auch Gedanken darum, anstatt dieses Fenster den ganzen Tag aufzuhaben. Das kann sehr befreiend sein. Und wenn ich doch ein Problem mit einem Überschuss an Kalorien in der Zufuhr habe, ja, dann ist es doch wohl total lohnenswert, irgendwo sich mal anzusehen, Mensch, wo kann ich denn mal auch maximal viele Kalorien einsparen? Nicht mich einfach nur richtig in der Mahlzeit verhalten und irgendwo eingeschränkt, sondern wirklich die größte Stellschraube mal für das Kaloriendefizit zu nutzen. Und das ist das Fasten. Das ist das Fasten. Ich zeige mir dadurch irgendwo genau die Gegenseite der Medaille, die hier im Übergewicht ein Problem ist. Nochmal, die Nahrungsmittelauswahl bleibt trotzdem wichtig. Die müssen wir uns angucken. Natürlich sind die Proteine oder auch Gemüse und auch wie ich mit Fetten und Kohlenhydraten umgehe, das ist wichtig im Rahmen meiner Nahrung. Das hat viel mit der Sättigung zu tun, mit Schwankungen des Blutzuckers und so weiter. Das läuft irgendwo auf die Sättigung hinaus und wir wollen natürlich auch, dass es dir gut geht im Fasten. Man kann das Fasten auch irgendwo dazu pervertieren, alle anderen Bereiche irgendwo damit auszuhebeln. Das kann mal interessant sein, würde ich aber auf Dauer nicht empfehlen. Die Nährstoffe sind total wichtig, auch natürlich für unsere Gesundheit. Und jetzt der Folgepunkt daraus ist, dass ich hoffe, dass du, wenn du mit Intervallfasten arbeitest, dass du Gefallen an dieser Stellschraube findest, dass du vielleicht sogar auch Begeisterung an deinem Körper wiederentwickelst und merkst, Mensch, A, kann der Körper da eine ganze Menge leisten und B, diese Arbeit mit Intervallfasten ist so einfach, dass ich wirklich jetzt wieder neue Möglichkeiten habe, mein Gewicht zu steuern.
Und mit dieser Begeisterung, das bemerke ich immer wieder, dass das irgendwo eine Aufwärtsspirale ist, dass wenn man gute Ergebnisse produzieren kann und da so eine neue Stellschraube für sich entdeckt hat, vielleicht machst du es auch schon länger, hast aber irgendwo auch die anderen Bereiche nicht kontrolliert und dann wirklich ein Momentum aufzubauen und diese Begeisterung sich wirklich vor Augen zu führen. Das ist etwas, was wir auch in den Gesprächen machen. Das Ganze, es ist wundervoll, wenn man so spielerisch ohne Kalorien zu zählen sein Gewicht steuern kann und wenn man alles Nötige dafür versteht. Zugegeben, dafür ist auch einiges irgendwo nötig, aber dieser Gedanke, Mensch, ich kann nur mit einer kleinen Portion wirklich lange durchhalten und ich arbeite mit meinen Bedürfnissen und ich erkaufe mir mit Intervallfasten, dass ich auch mal wirklich gehörig genießen kann. Das ist doch das Zusammenspiel, was es braucht. Wir müssen einerseits auch mal die Verantwortung für die Kalorienbilanz tragen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch mal Verantwortung für unsere Bedürfnisse übernehmen und auch mal gehörig genießen und irgendwo die Seele baumeln lassen. So, und wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir diese Situation für dich bereitstellen? Das ist für mich eine total wichtige Frage. Ich möchte da aber auch klar sagen, dass der Fokus unseres Verstandes in unserer Verantwortung liegt. Und das ist der wichtige Punkt, den ich dir hier nochmal mit Intervallfasten so durch die Blume hier in diesem Beitrag mitgeben möchte. Einfach mal unterschwellig in dein Leben drücken möchte. Denn ein einfaches Beispiel, was sehr schön verdeutlicht, dass der Fokus meines Verstandes für meine Gefühle irgendwo verantwortlich ist. Und auch wie du das Intervallfasten wahrnimmst und die Arbeit mit der Gewichtssteuerung wahrnimmst, das hängt mit dem Fokus deines Verstandes zusammen. Wenn ich verabredet bin mit irgendeinem Freund, Freundin in der Stadt oder sonst was und die Verabredung kommt zu spät, dann kann ich die komplette Palette der Gefühle irgendwo empfinden. Ich kann Scham empfinden. Mensch, die Verabredung kommt zu spät, weil ich nicht gut genug bin und ich habe irgendwas falsch gemacht und ich bin das Problem und irgendwo muss ich mich einfach schämen für etwas, was ich vielleicht getan habe. Das ist ja eine Mutmaßung, das ist ja eine Theorie. Ich kann auch wütend auf die Person sein und sagen, oh, die wertschätzt meine Zeit nicht und was fällt der ein, hier zu spät zu kommen? Ne? Während vielleicht auch einfach etwas Schlimmes passiert ist. Während vielleicht da ein Autounfall auf der Straße war oder irgendwie Fuß umgeknickt und man hat die Bahn nicht erreicht und Handyakku ist leer. Was auch immer, es ist völlig egal, was dann wirklich die Wahrheit ist. Das wissen wir in dem Moment nicht. Trotzdem sind die Gefühle verdammt echt für uns in dem Moment. Das war jetzt schon Scham, Wut und Angst. Es gibt natürlich auch noch Freude. Ich könnte da natürlich denken, oh Mensch, ja perfekt, dass die Verabredung 10 Minuten später kommt. Boah, ich komme ja auch gerade irgendwie aus dem Stress. Dann kann ich noch mal ein paar Nachrichten beantworten, die sich bei WhatsApp angesammelt haben von Freunden. Und endlich kann ich noch mal kurz einen Moment für mich. Trauer ist da jetzt etwas, was die letzte Kernemotion darstellt, was noch etwas schwieriger ist, weil dafür muss etwas Schlimmes passiert sein. Ne, ich unterstelle quasi der Realität, dass der Fakt, dass die Person zu spät kommt, ist etwas, Mensch, die hat mir bestimmt die Freundschaft aufgekündigt und dazu empfinde ich dann, was irgendwo eine Angst ist in der Situation, aber dazu empfinde ich dann Trauer, dass das ja schon passiert wäre. Das wäre mal die komplette Palette der Emotionen. Und so ist es auch beim Fasten. Und das ist etwas, was du bei uns in den Interviews auch raushörst, dass wir wechseln von einer sehr druckvollen, schmerzhaften, ängstlichen Situation, frustrierten Situation hin zu einem Verständnis, Mensch, wie ist denn dieses Thema sortiert? Wie muss die Lösung aussehen? Wie muss ich mit dem Ergebnis auf der Waage arbeiten? Was für Möglichkeiten habe ich? Was sind die Grenzen? Und indem ich auch Verantwortung für meine Perspektive übernehme. Weil natürlich kann ich die ganze Zeit frustriert sein. Ich verstehe das gut. Das ist ein ätzendes Thema, das wir hier bewältigen müssen. Und es ist nervig, ganz offen gesagt, sich irgendwie in der Ernährung zurückhalten zu müssen. Also mir macht das keine große Freude. Was mir Freude macht jetzt auf der anderen Seite, ist, dass ich mir eine Strategie gesucht habe, die so einfach wie möglich ist. Ich habe nicht aufgehört, bis ich jeden Stein umgedreht habe und genau wusste, Mensch, so einfach geht es und einfacher geht es nicht. Da war mir immer klar, dass das ohne Kalorienzählen funktionieren muss. Trotzdem habe ich 1,5 Jahre Kalorien gezählt. Und es hat mich genervt.
Das Thema ist wirklich nicht einfach zu lösen, aber dann wirklich auch den Fokus des Verstandes darauf zu legen, was hier wirklich bereichernd ist. Und verdammt nochmal, es ist das lohnenswerteste Problem im Rahmen der Gesundheit, das du lösen kannst. Also ich beklatsche dich und deinen Einsatz, wenn du dich traust, dieses Thema zu bewältigen und wenn du vielleicht auch so mutig bist, das Thema auch intensiv anzugehen, weil da gehört auch irgendwo Mut dazu. Die allermeisten haben schon einige Versuche hinter sich und dann ist das immer mit einer Gefahr verbunden. Naja, wenn ich jetzt nochmal losstarte, ja, was ist denn, wenn das nochmal schief geht? Das ist eine wichtige Frage. Aber auf der anderen Seite, was ist denn, wenn du nicht mehr loslegst? Was wartet dann für ein Leben auf dich? Und auch da haben wir in der Gesellschaft natürlich Personen oder Gruppierungen, auch jetzt im Rahmen der Body Positivity, die völlig richtig ist, aber wir dürfen uns schon fragen, wann wir gesund sind und wann wir uns wohlfühlen und wann wir auch leistungsfähig sind und was unsere Wünsche und Ziele sind. Und da finde ich es sehr schade, wenn jemand komplett aufgibt. Also das dürfen wir uns angucken. Und das ist wieder auch der Fokus. Naja, wenn ich mich jetzt traue, wieder loszulegen, dann gibt es auch eine Gefahr, ich könnte scheitern. Naja, aber wenn ich nicht loslege, was wartet dann für ein Leben auf mich? Na, das sind beides irgendwo Ängste. Jetzt kann ich mich natürlich auch freuen, es nicht zu tun oder es auch zu tun. Ich kann, ja, wenn ich es ja nicht tun muss, ja, dann muss ich auch nichts tun. Dann muss ich ja keine Energie reinstecken. Dann ist einfach egal. Ne? Das ist der Vorteil, wenn ich hier einfach aufgebe in diesem Thema und entschuldige das einfach. Das ist natürlich keine einfache Entscheidung. Das ist eine schmerzgeprägte Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, wenn dann aus negativen Emotionen. Und was kann denn jetzt die Freude sein, wenn ich mich wieder dem Thema widme und wenn ich mich auch einer Stellschraube wie Intervallfasten widme? Ich kann die Abhängigkeit vom Essen lösen, ich kann verstehen, wie mein Körper funktioniert, ich kann die Grenzen von Hunger und Sättigung kennenlernen, ich kann eine Stellschraube kennenlernen, die mächtiger nicht sein könnte, die auch in meinen Alltag gut passt, die flexibel ist und all die weiteren Vorteile. Ich kann diese kreisenden Gedanken ums Essen lösen und ich habe wirklich eine mächtige Stellschraube, mit der ich mein Gewicht wirklich schön steuern kann. Zwei Dinge jetzt aber nochmal. Essen und Genuss wird immer schön bleiben. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht groß ausführen. Das wird immer schön bleiben. Und die Ernährung, die wir heutzutage haben, die ist auch einfach verdammt, verdammt lecker. Genau dafür ist sie ja auch aufgestellt. Das ist die Muttermilch-Kombination. Das sprengt jetzt nochmal diesen Beitrag. Aber das findest du in anderen Beiträgen. Vielleicht blende ich dir hier auch einen ein oder verlinke ihn ihr unter dem Podcast. Wir haben wirklich ein Problem hier im Rahmen der Ernährung mit dem Zucker, mit den Fetten und Kohlenhydraten in einem Topf geworfen. Und da ist meine Meinung auch, du bist hier nicht schuld, wenn du hier ein Problem mit diesem Thema hast. Das ist nicht so. Und ich kann absolut verstehen, dass, und das ist der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, dass man sich manchmal gegeißelt fühlt, dass man manchmal keine Hoffnung hat oder auch denkt, dass das Problem unlösbar wäre. Ne? Dass man auch natürlich mit dem Finger auf sich selbst zeigt, weil man ist es ja, man macht ja den Sport nicht. Ne? Aber manchmal fühlt sich einfach alles nach Arbeit an und genau dann sollte man sich genau ansehen, bei Emotionen helfen immer Daten, dass ich mir genau ansehe, Mensch, was muss ich denn alles hier schon tun? Was ist denn mein Status quo? Was ist denn hier alles schon anstrengend? Oder ist es aber auch einfach der Gedanke, ja Mensch, ich hab ja gar keine Hoffnung, dass ich hier auf den grünen Zweig komme. Und das zusammen hinzukriegen und trotzdem eine tolle Figur zu haben und trotzdem auch in der Ernährung eben den Genuss reinzubringen und die Flexibilität mit reinzubringen, das ist möglich, das weiß ich. Natürlich muss man sich da auch den richtigen Sport so angucken und den Stoffwechsel, den Verbrauch in Ruhe, vielleicht auch Schlaf und Stress. Das Thema ist komplex und wenn du da noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen bist, auf einen grünen Zweig oder auf eine korrekte Fahrbahn, dann empfehle ich dir ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit uns. Den Link findest du in der Beschreibung. Das dient erstmal dazu, dass wir uns kennenlernen, dass du unsere Arbeit kennenlernst, mit uns löchern kannst, dass wir über deine Situation sprechen können, über das, was du schon versucht hast, das, was dir fehlt, was die blinden Flecken sind. Und da lernen wir immer immens viel dazu. Wir müssen die Kalorienbilanz steuern. Wir müssen uns vielleicht Themen wie Schlaf und Stress angucken, weil das auch mit dem Hungergefühl und der Fettverbrennung zu tun hat, aber auch den Verbrauch in Ruhe und dazu gehört die Muskelmasse. Und wenn wir in alle Bereiche etwas reinleuchten, dann können wir auch wirklich die beste Strategie entwickeln und das fühlt sich dann manchmal auch relativ einfach an, wenn man die Energie in die richtigen Bahnen lenkt. Wir wollen so elegant das Thema lösen, wie es nur geht und dafür stehe ich mit dieser Arbeit und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, da war was für dich mit dabei und bis zum nächsten Mal, dein Sven.